Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynastie. So, hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, sieht doch mal hier aus. Ja, besser. So. Wo waren wir denn in der letzten Folge stehen geblieben? Erstmal raus hier. Es ist morgens. Wir haben frisch gegessen. Ach ja, das habe ich noch. In der letzten Aufnahme habe ich das noch gemacht. Beziehungsweise zwischen den Folgen. So, Tür zu. Wollten wir mit Logan sprechen? Schmutzige Angelegenheiten? Sprich mit Logan, vielleicht hat er etwas Interessantes vor. Könnten wir eigentlich machen. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Mit meinem Buggy natürlich. Oh. Wunderbar. So, Logan ist da drüben, ne? So, da fahren wir mal hier lang. Müsste richtig sein. Sieht gar nicht so aus, als würde der 100 fahren. Für 100 ist das schon ziemlich langsam. Naja. Auf jeden Fall schneller als alle bisherigen Fahrzeuge. So, Logan, wo bist du? Ist der hier? Ja, da hinten ist er. Huch. Was liegt da? Huch, was bist du denn? Eine Schatztruhe. Eine Toolbox. Eine normale Truhe. Werkzeug, Essen, Sonstiges. Oh, oh. Ja, wunderbar. Bewege zu deinem Inventar. Na, da nehmen wir natürlich alles mit. Das ist ja schön. Rittersporn. Blütensamen. Wollte ich ja bisher nicht kaufen. Da können wir ja dann tatsächlich mal ein Feld anlegen. Das wäre ja wunderbar. Mann, sowas. Das ist ja cool. So, Werkzeug war keins drin, ne? Sonstiges auch nicht. Essen. Gut. Die erste Schatztruhe gefunden. Ha. Na, da sieh mal einen an. Ach, guck mal, da kommt er schon. Ach, Logan ist der Förster. Ey. Oh, hallo. Wie geht's dir, Logan, mein Freund? Sieh mal, wer da ist. Ich habe gehört, dass du beschlossen hast, hier zu bleiben. Freut mich, das zu hören. Der Förster, ne? Ja, zumindest noch etwas länger. Ich wollte nur fragen, ob ich bei irgendwas helfen kann. Letztes Mal war es sehr faszinierend. Es gibt sicherlich immer etwas Arbeit im Wald, aber ich kann dich nicht wirklich bezahlen. Aber ich kann dir im Gegenzug etwas Interessantes beibringen. Interessiert? Ja. Immer. Ja, damit. Ich bin interessiert. Im Norden gibt es einen Wald, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Ich bin selbst kein Holzfäller, aber du könntest es sicher schaffen. Es gibt Bäume und Sträucher zu fällen und dort müssen neue Baumsetzlinge gepflanzt werden. Klingt kompliziert, aber es lohnt sich. Denke nur daran, ein ganz neuer Wald. Du wirst Maschinen kaufen müssen, um Baumstümpfe zu entfernen und Baumsetzlinge zu pflanzen. Aber sobald du das getan hast, bist du gut vorbereitet. Hier, nimm diese Setzlinge. Die sollten für den Moment ausreichen. Du kannst jederzeit mit Erik auf dem Holzmarkt sprechen, wenn du mehr benötigst. Setzlinge. Und noch etwas. Die Stämme aus diesem Wald stehen dir zur Verfügung. Vielleicht entschädigt das für deine Mühe. Oh ja, sehr schön. Viel Glück, mein Freund.
Und die Sonne geht auf. Ach, schön. Viel Glück, mein Freund. Neue Fertigkeit erlernt. Holzfäller. Stümpfe entfernen. Kiefernsetzlinge verwenden Baumsetzlinge, um neue Bäume in Wäldern zu pflanzen. Rode den Wald, Bäume und Büsche. Welchen Wald? Den hier? Säubere das Waldgebiet, Bäume und Sträucher fällen und Baumstümpfe entfernen. Hier ja nicht. Oh. Ein bisschen entfernt, was? Ne. Da oben. Ach du Schande. Ja, warum mache ich überhaupt die Kettensäge an? Wir haben doch jetzt spezielle Maschinen dafür. Ja, wunderbar. Na, sieh mal einer an. Da kommt unser neues Equipment ja sogar gleich mal zum Einsatz. Das ist ja herrlich. Das ist ja wunderbar. So, auch hier keine Nadeln an den Instrumenten dran. Schade eigentlich. So, da fahre ich natürlich mit dem neuen Equipment hin, ist ja klar. Und die Stümpfe, die Bäume dürfen wir behalten. Also wir dürfen... So, pass mal auf. Anstatt, dass ich den jetzt wieder hier großartig aufräume. Ach so, die stehen sowieso da drüben. Naja, klar. So, meine Trocknungsdinger dürften auch mittlerweile... Aber hier dürfte noch nicht allzu trocken sein. Nee, Feuchtigkeit 92. Aber die sind jetzt alle voll, ne? Die haben wir ja, glaube ich... in den letzten Folgen alle gefüllt. Wenn ich mich recht entsinne. Jawohl, sehr gut. Und hier ist noch was? 5 Kiefern und 5 Fichten auf Lager. Naja, gut. So soll es sein. Ja, wunderbar. Dann räume ich den hier wieder auf. Dann können wir jetzt tatsächlich unsere Wälder wieder aufforsten. Das ist ja sehr schön. So. Nicht mal richtig warm geworden, die Karre. Oh ja. So, die müssen wir jetzt aber beide mitnehmen. Einmal müssen wir jetzt mit dem dahin. So, dann einmal hier markieren. Und wir fahren zum Stern. So, meine Lieben, jetzt habt ihr euch einen Kaffee geholt, denn jetzt sind wir erstmal eine Weile unterwegs. Mit knappen 40 km/h dauert das ein bisschen. Aber die Büsche kriege ich mit dem natürlich nicht weg. Nur die Bäume. Aber naja, was soll's. Können wir hier mal ein bisschen so fahren. Sieht schön aus. Können wir uns da auch so ein Auto schnappen? Komm her, du. Naja, gut. Ah, wunderbar. Können wir die Gerätschaften hier mal einsetzen? Ah ja, sind ja nur noch 1,9 Kilometer. Das geht ja auf eine Arschbacke. Düsen wir mal so. Wir sind genau so schnell wie der da vorne. Bremst ja nicht. So, fahren wir hier lang. Ha, jetzt haben wir ihn überholt. Ja, sehr gut. So, wie fahre ich? Fahre ich richtig? Ja. Bin auf dem richtigen Weg. Ah, das Gute ist ja, wenn ich den dann da stehen habe, dann kann ich einfach in den anderen reinspringen und mit dem dann hinfahren. Aber irgendwie schätze ich, wir werden die ganze Folge damit verplempern, nur dahin zu fahren. Ja. Naja. Aber so ist es nun mal manchmal. Cool wäre es natürlich noch, wenn es so einen richtig fetten Tieflader gäbe.
wo man die einfach drauf fahren kann und dann mit dem Tieflader dahin fahren. Aber da müssten wir dann auch zweimal fahren. Und vor allem, da müssten wir dann mit dem Tieflader wieder den ganzen Weg zurückfahren. Denn wenn wir zurückspringen, haben wir den Tieflader ja wieder nicht zu Hause. Hat schon davon gehört. Und wenn der Tieflader dann so... Ja gut. Kann es einfach nicht für sich behalten. Wenn der 100 fahren würde, so wie der andere, dann wären wir schnell. Also so wie der... Wie unser Buggy. Aber wenn der halt auch nur 50 fährt, dann würden wir einmal mit 50 hinfahren, einmal mit 50 zurück, nochmal mit 50 hin. Ja, dann hätten wir beides da. Und so fahren wir einmal mit 40 hin und nochmal mit 40 hin. Also ja, so sind wir definitiv schneller. Und dann ist die Kiste ja auch mal richtig eingefahren. Der ist ja noch gar nicht richtig gelaufen. Der ist ja noch fabrikneu. Das ist ja, ja, feines Gerät. So, Achtung, schweres Gerät im Anmarsch. Ob man damit wohl auch ein Schaf bearbeiten kann? Ja, aber ich glaube, das gibt eine ziemliche Sauerei. 500 Meter in diese Richtung. Sind wir denn schon da? Kann das sein, dass wir hier schon da sind? Dass wir dann hier diesen Feldweg nach hinten fahren müssen? Ich schau mal eben auf die Karte. Ja, tatsächlich. Wir sind schon oben. Wie müssen wir denn jetzt weiter fahren? Auf diesem Weg. Dann entweder die nächste rechts oder die übernächste. Okay, passt. Ja, cool. Läuft. Ich möchte aber mit der Kamera ungern in den Büschen hängen, deswegen mache ich mal so die Ansicht. Ach, da war gerade die erste Ausfahrt nach rechts gewesen. Naja, egal. Ziemlicher Acker hier. Schön auf dem Weg bleiben. Wird der eigentlich dreckig? Die Räder sind bisher noch so strahlend sauber. Aber wir sind ja auch noch nicht so weit gefahren. So, mein Problem ist jetzt, dass ich gar nicht weiß, wo dieses Gebiet überhaupt anfängt. Denn ich sehe so, sehe ich das Gebiet nicht. Das heißt, ich müsste aussteigen. Huch. Okay. Die Kettensäge nehmen und mir erstmal das Gebiet anschauen. Also hier der Weg. Den Weg entlang. Könnte ich schon mal diese Büsche könnte ich schon mal entfernen. Wenn ich eh schon die Kettensäge in der Hand habe. Also da gehört nichts mehr dazu. Zählt das hier als Büsche? Aber sauber muss es ja trotzdem werden. So. Also quasi einmal hier rum auf dem Weg bleiben. Ah, hier sind die Büsche. Die können wir schon mal wegmachen. Denn die kann der Harvester ja höchstwahrscheinlich nicht wegmachen. Der Ponzi.
Oh, hier noch so ein paar lumpige Baumstämme. Okay. Wo geht das lang? Hier. Hier sind Steine, die kann ich nicht. Vorhandene Büsche, einer. Ein Busch steht hier noch irgendwo rum. Aber wo? Wo ist der Busch? Ach, hier. So, vorhandene Büsche, 0. Vorhandene Bäume, 24. Okay, jetzt. Jetzt ist die Frage. Sollen wir mit dem Ding dann gleich wieder zurückfahren? Jetzt erstmal die Stämme hinschmeißen und dann mit dem Ding wieder zurückfahren, das andere Ding holen? Denn wenn ich jetzt rüberspringe und den anderen herfahre, dann habe ich nachher hier zwei stehen, die alle wieder nach hinten, also die alle wieder zurück nach Hause müssen. Die könnte ich auch schon mal in ein anderes unserer Waldstücke geben. Oder ich kaufe hier einfach ein paar. Aber ich möchte eigentlich auch gern die Aufforstung, möchte ich natürlich gern probieren. Das hier haben wir gekauft und das hier haben wir gekauft. Hier ist auch noch einiges. Hier ist leer. Hier ist leer, da ist leer. Also die sind leer. Hier ist noch was drauf. Was? Hier sind mehr. Hier sind 65 drauf. Und hier sind 46 nur drauf. Okay, cool. Ja, dann könnte ich die eigentlich hierher fahren und von da aus dann rüberspringen und dann wieder hochfahren. Aber dann schmeißen wir die doch schon mal um, oder? Wollen wir doch mal probieren, wie das funktioniert. Enter. Ach, der schmeißt die mir dann einfach irgendwo hin. Naja. So. Trotzdem ziemlich cool. Okay, den kann ich dann auch nicht mehr bewegen tatsächlich. Halt. Wenn ich einmal dran war. Entastet. Und gesägt. Sehr cool. Oh, gucken wir mal, ob wir da rankommen. Nee. Irgendwie nicht. Hier. Boah, das ist ja eine geile Ansicht. So, mal hier hinfahren. Stopp. Stopp. Krass. Gut, das sind alles alte Büsche. Da wenigstens drüber fahren. Naja, nicht so ganz. Na gut, ich dachte eigentlich, jetzt hänge ich hier in so einem Busch, in so einem Baum fest. Ich dachte eigentlich, dass wir...
Komm, fahr da drüber. Dass wir eventuell die dann noch ein bisschen bewegen können. Also jetzt quasi. Aber ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich kann nur die Kamera drehen. Aber sonst hätten wir die alle schön auf einen Haufen schmeißen können. Gleich natürlich. Wäre sinniger gewesen. Definitiv. Aber hey. Egal. Wir haben ja den anderen auch noch. Den großen. Zum Abholen. Mit dem kommen wir auch überall ganz gut durch. Ah, Baumstamm. Na, okay, geht. Das geht ja hier, wie es Katzen machen. Sehr geil. Gefällt mir gut, das Gerät. Hat was. So. Tja, so wird das heutzutage gemacht, ne? Jetzt sind es noch 14 Bäume. War. Huch, der Bauch sprüht. Ja, man hat es gar nicht richtig gesehen. Ich muss mal ein bisschen anders hinfahren, dass man es auch sieht. So. Also hier unten geht die Säge dann durch. Wird durchgeschoben und dann kommt hier hinten, da wo es staubt, sieht man jetzt nicht, kommt so ein Kettensägeschwert raus. Da unten sieht man es so ein bisschen. Da drin das Rote. Das Rote ist so ein Kettensägenschwert, das fährt dann rüber und schneidet dann einfach durch. Die Dinger, die sind so cool. Also zum schnellen Bäume fällen. Wunderbar. Mega gut. Also den hier. Und das Beste, da fängt das Spiel nicht an zu ruckeln. Weil die Bäume nicht so in der Gegend rumliegen und da rumhüpfen. Also das Ding ist sehr gut programmiert. Denn wir hatten ja immer das Problem, wenn wir die selber manuell gefällt haben, dass sie dann mit ihren Ästen da rumlagen und ja, rumgewackelt sind und so. Wobei das auch nur Tote sind. Tatsächlich nur tote Bäume. Und sehr kurze auch. Bin mal gespannt, wie das dann abgeht, wenn man längere Bäume hat. So, zack, der nächste. So macht Arbeiten Spaß. Hahaha. Das ist ja cool. So, dann den hier. Ah ja, da hatte ich ihn richtig. Sehr gut. Entrindet bzw. entastet und gefällt. Wunderbar. Nur dass wir hier über die Baumstämme nicht drüber kommen. Das ist ein bisschen doof. Noch 6 Bäume. Machen wir noch kurz in dieser Folge hier. Und dann, jetzt haben wir ja die Hälfte der Folge tatsächlich nur mit Fahren verbracht. Also ich fahre hier mal neu an, dass ich nicht so arg durch diese Bäume durchfahre.
Baumstümpfe. So, hier. Tja, so schnell ist ein ganzer Wald abgeholzt. Gut, die sind jetzt nicht so ergiebig. Diese toten Bäume. Da bin ich mal gespannt, wenn wir da so eine riesige Fichte oder sowas uns schnappen. Wo, ich weiß nicht, 12 Stämme rauskommen oder so. Da geht bestimmt einiges dann. Aber man kriegt halt echt innerhalb kürzester Zeit echt... Uah. Bleib doch mal. Ich vermisse hier echt eine Handbremse. Man bekommt halt echt in kürzester Zeit den ganzen Wald abgeholzt. Schade, man sieht leider vor lauter Spänen das Schwert der Kettensäge da nicht durchfahren. Aber da gibt es Videos auf YouTube zu sowas. Ich müsste mal einfach Harvest eingeben. Da sieht man, wie die Dinger funktionieren. In echt. Eigentlich genau so. Nur man sieht es halt besser, wie es funktioniert. Das ist anschaulicher. So, jetzt haben wir dann halt echt überall die Baumstämme liegen. Ist halt schon heftig. Problem ist, ich kann das halt auch nicht wirklich großartig steuern. Ich könnte, wenn ich jetzt so hinfahre, dann wirft er sie nebendran wieder ab. Ungefähr in die Richtung. Aber so genau, ja, kann ich es halt nicht. Neue Baumsetzlinge im Wald pflanzen. So. Jetzt ist die Frage, ob ich das selber mache oder ob ich dann tatsächlich da diese Setzlingmaschine holen. Geld haben wir ja noch, also das wäre nicht das Problem. So, und so schnell rodet man den kompletten Wald. Und jetzt setze ich mir hier meinen Punkt und dann fahren wir dahin. Wo ist das? Da hinten. 2,8 Kilometer. Machen wir noch schnell in dieser Folge. Und dann lasse ich den da stehen. Und hol mir dann, spring dann von dahin in unseren anderen. Geht's hier lang? Ja. Springen wir dann in den anderen, fahren mit dem daher, holen erstmal die ganzen Baumstämme da weg, dass da ein bisschen sauber ist. Und dann fahren wir nochmal hin und dann mal schauen, ob wir da dann mit dem Traktor und der Baumsetzanlage, der Baumsetzmaschine hinfahren. Ob ich die dann gleich hole. Oder ob man das auch manuell, ich denke mal, das kann man wahrscheinlich auch manuell machen. Von Hand. Aber ey, wer sind wir, dass wir von Hand arbeiten, ne? Also. Ah, und so langsam werden auch die Räder ein bisschen dreckig. Sehr gut. So, das Ding hier gerade ausrichten. Wunderbar. So, dann haben wir ja in dieser Folge doch ein bisschen was geschafft. Den ganzen Wald gerodet. Wenn nur die Entfernung nicht wäre. Das ist natürlich echt kacke hier. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Wir können ja echt viele Gebiete kaufen. Warum ruckelt das da oben immer mal wieder so? Das ist echt kacke. Hier im Spiel läuft alles flüssig. Aber oben in der Aufnahme ruckelt's. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ja. Ich sehe es auch. Ich sehe es hier im OBS, dass es immer mal wieder ruckelt. Das ist einfach so typisch. Jetzt zum Beispiel, jetzt wieder nicht mehr. Und jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob das ist, wenn er schreibt. Keine Ahnung. Aber normalerweise ruckelt dann das Spiel.
Aber ja, CPU ist bei 50%, 42%, also. Naja, keine Ahnung. Also wie gesagt, hier, das Spiel läuft wunderbar flüssig. Aber irgendwie die Aufnahme ruckelt so ein bisschen. Neue Baumsetzlinge im Wald pflanzen. So, wie fahre ich denn gerade? Lass mal sehen, von wo komme ich denn? Von da oben komme ich, dann fahre ich die nächste rechts. Und dann wieder links und dann über die Brücke. Na, passt das. So, aber mit dem Gerät ist schon, hat schon was. Geht schon gut. Muss man sagen. Hey, werden die Reifen jetzt wieder sauber? Komisch. Sieht so aus, als würden die jetzt wieder sauber werden. Vom Straßenfahren. Wobei wir ja auf der ganzen Straße diese Spuren ziehen. Die Performance kosten. Ja, das ruckelt schon arg im OBS. So nicht, komischerweise. Das macht's flüssig. Ja, ich weiß auch nicht. Bei den meisten Spielen ist es so, dass dann mit OBS, beziehungsweise ja, dass halt durch meinen lahmen Rechner das Spiel irgendwann ruckelt. Und wenn das Spiel ruckelt, ist es hier schon? Ne, die nächste. Wenn das Spiel ruckelt, ruckelt natürlich auch die Aufnahme, ist ja klar, weil ja. Aber hier ruckelt das Spiel kein bisschen. Null, nada. Ist schon. Moment, kann ich nicht einfach hier drüber? Ach ne, dann komme ich. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal runterkomme in den Wald. Fahre ich lieber hier über die Brücke. Dann komme ich zumindest mal auf so einen Waldweg. So, das wäre dann hier. Ach ja, genau, jetzt sind wir hier. Das ist unser Waldstück. Ah, jetzt weiß ich, warum da so wenig Bäume sind. Da haben wir ja schon kräftig angefällt. Da haben wir ja schon kräftig losgelegt hier. Ja, genau. Das ist ja unser Stück hier. Unser Gut. Unser Stückchen, unser Waldstückchen. So, stellen wir den hier hin. So, meine Lieben. Ist das hier dreckig geworden? Nö. Also hier das Rote, da ist das Schwert drin. Und das kommt dann raus. Hier mit den Greifern. Mit diesen Schalen, links und rechts. Und diesen Dingern wird quasi der Baum geschnappt. Und die gehen dann auch zu. Und da werden dann die Äste, also hier die Dinger drehen sich. Und die Walzen auch. Und da wird der Baum dann durchgeschoben. Und die Äste hiermit abgeknickt, abgebrochen. Und der sägt sie dann eben ab. Schon ziemlich cool, die Dinger. Gibt es, glaube ich, auch als Anbausatz für Traktoren. Ja, aber das ist dann wahrscheinlich extrem schwierig zu handeln. So, meine Lieben, wir machen jetzt hier eine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Lumberjacks Dynasty. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.